liebe Freunde der Selbstbestimmung und der Meinungsfreiheit, liebe Freunde der Familie, bitte begebt euch auf die Plätze, damit wir beginnen können. Wir haben heute offensichtlich noch mehr Leute, die Karten sind schon ausgegangen und das heißt, dass offensichtlich immer mehr Leute am Aufwachen sind und die Mainstream-Propaganda doch schon hinterfragen. Ich darf beginnen mit... einigen organisatorischen Fragen bzw. Ankündigungen. Erstens möchte ich einmal klarstellen, dass ich bitte um Ruhe während der Referate. Also jetzt, solange ich noch rede, ist nicht so wichtig. Aber wenn da mal das Referat beginnt von der Frau Kube, dann sollte eben hinten im Hintergrund keine Geräusche mehr sein. Jeder, der also ein Interview machen will oder persönliche Gespräche führen will, dazu gibt es eine Möglichkeit Richtung Restaurant, da ist eine Tür dazwischen, beziehungsweise drüben, und wenn ihr da nochmal hinschaut, seht ihr also beim Eingang gleich links der Videoraum. Was für Videos werden dort abgespielt? Die Liste ist an der Türe, ist auch drinnen. Kurzvideos zur Frühsexualisierung, die ich gesammelt habe über die letzten Monate. Und dankenswerterweise hat Armin die dann hat auch für mich entsprechend zusammengerückt und dann schon einen Plan gemacht. Also ohne meiner Helfer im Hintergrund würde das alles nicht funktionieren, das könnt ihr euch vorstellen. Ja, dann wäre natürlich noch wichtig zu sagen, dass wir also auch hier zum Beispiel, was heißt Fragenlisten für die Podiumsdiskussion, hier seht ihr unten, da solltet ihr bitte also möglichst kurze Fragen stellen. Gestern haben manche einen Roman geschrieben, das kann natürlich der Moderator nicht alles also aussortieren. Bitte kurze, prägnante Fragen und jeweils drüber schreiben, welcher Redner. Also erster Redner, zweiter, dritter Redner mit einem Kurzkürzel, wie zum Beispiel für QBKU würde genügen, und dann die Frage. Dann kann nämlich der Moderator die Frage dann direkt an die Rednerin in der Podiumsdiskussion stellen. Bitte, ich habe ganz vergessen, natürlich für diese Dame einen Platz zu reservieren. Und ich würde bitten, dass jemand in der ersten Reihe so gut ist, um mir da behilflich zu sein. Der Herr Professor Dr. Hadic, hier ist doch ein Platz gleich davon. Okay, also das habe ich jetzt wirklich vergessen. Es kommen ja viele Anfragen an mich natürlich, und da habe ich zugesagt, und die Frau Dr. Anzenbacher ist eine stetige Begleiterin unserer Ideen und verbreitet sie auch für uns. Also danke für Ihr Kommen auch. Und dann möchte ich noch erwähnen als nächstes, ich war eben bei diesen Fragen, die sind da hinten rechts, und gleich davor ist eben Signiertische. Das heißt, die Redner haben ja alle auch Bücher publiziert, und die liegen auch auf beim Thomas in der Buchhandlung Klartext aus Hart. Der hat also natürlich viele Bücher mitgebracht, die natürlich zu den Themen für euch interessant sind, und die entsprechenden Referenten sind bereit, dort zu signieren. Das ist das andere Wichtige, und damit, glaube ich, kann ich über Restaurant und Abendessen habe ich gestern schon referiert. 70% der Leute waren ja gestern hier, die kennen das schon. Danke vielmals. Wir haben also jetzt schon auch noch einen kurzen Einblick ins Restaurant. Das gesamte Ambiente hier, ob das jetzt der Raum ist, wo wir also unsere Redner lassen, oder ob das der Videoraum ist oder der Restaurant, ist ein Ambiente, das ist seinesgleichen muss man suchen. Und ich bedanke mich bei der Gelegenheit nochmals bei den Hausherren. Noch etwas Wichtiges
Wir haben auch Medienanstalten angeschrieben und einige von denen haben sich bereit erklärt, sie sind hier. Da möchte ich als erstes erwähnen, Frischer Wind und dann natürlich Klar TV persönlich, dann ein Applaus für alle und Hoch 2 TV, beide aus der Schweiz. Zusätzlich haben wir aus Überlingen, also aus der deutschen Bodenseegegend, haben wir die Stadtzeitung hier. Und der große Fotograf, der da rumläuft, ein ehemaliger Schüler von mir, übrigens einer meiner besten Englischschüler, muss ich erwähnen, werde ich nie vergessen, der hat nur sehr gut geschrieben, das ist Christian Grass. Auch für seine gute Arbeit. Herzlichen Dank. Ja, und der Videoraum ist in der Zwischenzeit bestückt mit Stühlen. Gestern waren alle natürlich stehen dort, aber heute haben wir einige Stühle drin, für die, die länger drin bleiben wollen. Ich habe bewusst natürlich gesammelte kurze Videos, 2-3 Minuten, sodass man nicht länger bleiben muss, wenn man sich nur 1-2 anschauen möchte. Aber sie sind alle sehr informativ und gut gestaltet. Ja, dann möchte ich noch was dazu sagen zu Getränke und zum Catering. Also Getränke, wie ihr wisst, hinter euch habt ihr die Bar schon gesehen. Dort könnt ihr Getränke auch am Abend, wenn ihr zum Abendessen schreiten wollt, Tickets gibt es vorne an der Kasse zu kaufen, könnt ihr die Getränke mitnehmen rein und wenn man noch durstig ist, nochmal rauskommen und das nächste Getränk holen, alles möglich. Also gestern Abend hat es ja wirklich schon eigentlich bei vielen Leuten offensichtlich Freude bereitet, dass sie länger geblieben sind. Ab 9 Uhr ist die Bar natürlich, die Bar dann geschlossen. Und das ist der Zeitpunkt jetzt, wo ich wirklich an alle Helfer, die mir von Beginn an unterstützt, und das waren wirklich jetzt Monate, und gestern und heute zur Seite gestanden sind. Und da möchte ich einige besonders erwähnen. Das ist die Frau Altmann, für das Catering auf der einen Seite. Ich beginne heute mit der Frau. Und sie hat das Team zusammengestellt, das sie für euch aufgeopfert hat. Und jetzt natürlich bin ich links von ihr, Armin. Der Mann, der die Homepage gestaltet hat. Der für mich Eventbrite alles Technische eigentlich umgesetzt hat. Und das seit Monaten, weil das hätte ich alleine nicht machen können. Ich bin kein Techniker und habe auch keine Zeit und Energie und Freude daran gehabt, mich selbst da einzuarbeiten. Und ohne solche Leute geht gar nichts. Und das hat sich dann am Tag davor eigentlich noch herausgestellt, dass wir auch für den Sound, also den Sound Engineer, für die Technik auch natürlich einen Haufen Leuten brauchen. Das möchte ich besonders erwähnen, den Cäsar, den Musiker, den manche vielleicht schon kennen, auch den Venus. Und den besten Sound Engineer Vorarlbergs, den Hans-Peter Scheer, den hat er, obwohl er 2 Tickets für sich und seine Frau schon gekauft hatte, für 2 Tage, hat er sich bereit erklärt, wie gesagt, und hier eigentlich für einen guten Sound zu sorgen. Also danke für das ganze technische Team und damit möchte ich eigentlich jetzt schließen. An die Hausherren werde ich später dann nach der dritten Rede noch einmal ganz kurz ein paar Worte richten. Und jetzt ist, glaube ich, Zeit für unsere zu erwähnen, was ich eigentlich sagen wollte. Die Frage, wozu noch Bildung, habe ich dann versucht, nach einer gewissen Zeit also zu beantworten. Und das mag der Grund sein, dass also die Politik das dann verunmöglicht hat, indem sie mir am 17. November die Absage erteilt haben. Und umso mehr bedanke ich mich und bin erfreut, dass der Christian Beer eingesprungen ist mit diesem Ambiente, das wirklich seines Wortes.
gestern nur noch ganz kurz den Gunnar Kaiser erwähnt. Für viele ist der Mann auch bekannt gewesen seit Beginn oder 2020 spätestens, der sich immer wieder eigentlich für die Selbstbestimmung, für die Freiheit eingesetzt hat. Leider weil er nicht mehr unter uns, und er hat einen Begriff hat er geprägt, den kategorischen Optimismus. Natürlich in Anlehnung an den kategorischen Imperativ. Und den wollen wir leben, und den lebt natürlich auch Christian Behr mit seiner Einheit.at. Alle, die also hier schon das öfter waren oder das erste Mal da sind, wissen, dass er auch einer der Leute war oder eigentlich der Vorwander von der Idee in der Wirtschaft, dass man eigentlich einen offenen Dialog, einen offenen Diskurs verteidigen sollte. Und leider Gottes ist er im öffentlichen Raum abgesagt worden. Und danke nochmals, dass wir hier im privaten, in einem Raum, wo man der Wirtschaft freund, eigentlich, dass man hier die Gelegenheit bekommt, also auch andere Meinungen zu sprechen. Und damit war es jetzt wirklich höchste Zeit für unsere erste Rednerin. Und jetzt bin ich da bei der Technik. Das ist ganz kurze Einleitung. Da muss aber hier aus dem Bild gehen am besten. Okay, dann seht ihr mal kurz noch über die Frau Kube. Ihre Bücher sind auch beim Buchhandel. Sie ist auch natürlich bereit, da drüben natürlich dann zu signieren, wenn jemand bereit ist, ihr Buch zu kaufen. Und eines ist, glaube ich, schon vergriffen, wie ich gehört habe. Dasselbe gilt natürlich für Spike von Professor Hadic, der dann noch anschließend kommt. Und wir haben ja noch einen dritten Redner im Programm. Und das ist der Philipp Kruse aus der Schweiz, genau. Philipp Kruse aus der Schweiz, der war gestern schon hier als Gast, und der hat sich also auch wohl gefühlt. Und wir fühlen uns dann auch wohl, wenn wir ihm zuhören, weil er ist einer der großen Kämpfer für die Freiheit, für die Demokratie, gegen dieses Diktat von der WHO. Schluss. Bitte sehr. Danke. Ja, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Es ist fantastisch, dass hier so viele Leute sind. Eine Versammlung von Nicht-Mitläufern. Und da fühlten wir uns alle sehr wohl. Und wissen Sie, was ich glaube? Dass wir keineswegs die Minderheit sind, sondern die Mehrheit. Das Dumme ist nur, dass die Medien so tun, als wären wir eine Minderheit. Es wird ihnen auch nicht mehr sehr lange gelingen. Das Volk beginnt aufzustehen. Sie sehen ja, was in Deutschland jetzt gerade los ist. Ich bin also gegen Masken. Ich komme aus dem Chiemgau in Oberbayern. Es sind Lastwagenkolonnen nach München reingefahren. Und wie ich dann über München raus war, auch von der anderen Seite Lastwagenkolonnen reingefahren. Und es geht nicht mehr so einfach, das Volk zu manipulieren. Herr Dr. Rigau, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf. Und ich möchte auch noch mal ausdrücklich danken, Sie haben ja schon alle applaudiert, dem Ehepaar Behr, dass Sie das hier zur Verfügung gestellt haben und dass Sie bereit sind, Ihre persönlichen Pläne von wem auch immer, ich glaube vom lieben Gott, ändern zu lassen. Und mein Thema lautet, führt die sexuelle Befreiung in die Freiheit? Die sexuelle Revolution, die mit der Studentenrevolution von 1968 ihren Durchbruch hatte, verheißt einen Fortschritt an Freiheit für die Person und die Gesellschaft. Inzwischen sind mehr als 50 Jahre vergangen und wir sehen die Folgen. Zerbrochene Familien, ach, das haben Sie schon gelesen. Ja gut, jetzt bleibe ich dabei. Millionenfache Tötung ungeborener Kinder, eine depressive, leistungsschwache junge Generation, Leugnung der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen und eine zunehmende Einschränkung demokratischer Freiheitsrechte.
Jeder hat die Freiheit, so zu leben, dass die eigene Sexualität wieder fruchtbar wird für das Leben, für die dauerhafte Liebe, für die Kultur. Vor 12 Jahren habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Die globale sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Es ist vergriffen, ich muss es updaten, weil die Entwicklung in diesem rasenden Tempo vor sich geht. Eine mühsame Arbeit, an die ich mich jetzt auch wirklich mache. Das Buch ist in 16 Sprachen übersetzt, ohne einen Agenten oder irgendwas dafür zu tun. Viele Leuten weltweit sind die Augen aufgegangen, was eigentlich mit dieser sexuellen Revolution, die dann sich in die Gender-Ideologie verstiegen hat, passiert ist. Der Titel bringt auf den Punkt, was wir alle erleben: Die Freiheit wird immer mehr eingeschränkt und uns als Freiheit verkauft. Schon 2006 hatte ich mein erstes Buch gegen die Gender-Ideologie veröffentlicht. Es ist auch vergriffen. Die Gender-Revolution, Relativismus in Aktion. Alle haben damals geglaubt, sie übertreibt. Sie hört das Gras wachsen. In der Tat, ich habe das Unkraut wachsen hören, was unsere Freiheit erstickt. Heute sagt das niemand mehr. Im Gegenteil, wir sind fassungslos, in welchen Wahnsinn sich eine Gesellschaft verstricken kann, die das autonome Individuum auf den Thron Gottes gesetzt hat. Die Zeichen stehen auf Sturm. Es sind nicht mehr viele, die sagen würden, wir schaffen das. Die Kirchen haben die Aufgabe, zur Umkehr zu Gott zu rufen. Aber auch dort, wie in der Politik, sehen wir großflächiges Versagen, was viele dazu bringt, sich von der Kirche abzuwenden. Ich tue es nicht. Das sage ich Ihnen mit Gelassenheit, denn wer selbst umkehrt, wer glaubt, dass Gott Pläne des Heils und nicht des Unheils für uns hat und es eine Zukunft und eine Hoffnung gibt, der lässt sich nicht in die Angst treiben. Der schaut mit offenen Augen auf das, was in unserer Gesellschaft passiert. Er drückt sich nicht davor. Und er kann mit offenen Augen und mit Hoffnung und an Lebensfreude auf diese Verhältnisse schauen, weil er oder sie die unzerstörbare Quelle der Hoffnung kennt und für das gute Leben dankbar ist, das wir alle noch haben. Es wird Sie vielleicht verwundern, dass ich gleich am Anfang so unverblümt von Gott spreche. Jahrzehntelang haben Christen geschwiegen. Sie wollten niemanden mit ihrem Glauben belästigen. Sie hätten eine hochgezogene Augenbraue riskiert. Sie gingen nicht auf die Barrikaden, als sich der Staat in den 1970er Jahren daran machte, die Ideologie des pädophilen Verbrechers Helmut Kentler, da draußen liegt eine Broschüre, und seines Ziehsohnes Uwe Sielert, wie die sich ausgebreitet hat. Beide waren über Jahrzehnte Professoren. Uwe Sielert hat die ganze Sexualpädagogik bestimmt. Er hat das Feld bestellt, weit über Deutschland hinaus. Er ist der Ziehsohn eines pädophilen Verbrechers namens Helmut Kentler. Das ist nicht meine Formulierung, sondern die Universität Hannover entschuldigt sich inzwischen dafür, dass sie diesen Mann 20 Jahre lang gedeckt haben. Das Institut für Sexualpädagogik von Uwe Sielert hat den Ton gesetzt, hat die Leute ausgebildet, hat es geschafft, in der Gesellschaft die Idee durchzusetzen, Kinder brauchen Sexualität. Das ist eine absolut falsche, durch keinerlei Wissenschaft gestützte These. Auf diesem Surfbrett wird unsere Kultur verändert und die Kinder missbraucht. Es sind Programme, die nichts anderes sind als sexueller Missbrauch von Kindern, die auf die Zerstörung ihrer Unschuld und ihrer, jetzt inzwischen, ihrer Identität abzielen. Heute wagt im Deutschen Bundestag niemand zu protestieren, wenn ein Bundestagsabgeordneter, ein Mann, der eine Frau zu sein behauptet, in durchsichtiger Unterwäsche, wo man den Hormonbusen sehen kann, im Bundestag sitzt und sich zu Wort meldet und niemand sagt etwas. Ich staune darüber.
der Preis für Widerstand gegen die LGBT-Agenda, heute erweitert auf 2SLGBTIQA+, ist hoch geworden. Fragen Sie Google, was das alles heißt, oder die deutsche grüne Familienministerin Lisa Paus, die diese ganzen Identitäten fördert, zur Förderung der Familien. Der Preis für ein Festhalten an sittlichen Normen ist Ächtung, Ausgrenzung, Ausschluss, Kündigung, strafrechtliche Verfolgung. Herr Dr. Rieder hat es erlebt, dass ihm der Saal gekündigt wurde und hat den Mut gehabt, diese Konferenz überhaupt zu veranstalten. Jeder, der dieser ganzen Agenda widersteht, es sind ja einige hier, oder im Grunde tun wir das ja alle auf unsere Weise, hat seine Erfahrungen und ich habe davon auch einen reichlichen Portion zu berichten. Aber wie Sie sehen, leben wir alle noch. Wir reden noch. Es gab Zeiten, da war der Preis für die Freiheit einzutreten höher. Ich zweifle nicht daran, dass er steigen wird. Kommen wir zum Thema. Führt die sexuelle Befreiung in die Freiheit? Zu meinem Erstaunen habe ich festgestellt, dass in meinem Buch Die globale sexuelle Revolution ich auf 130 von 480 Seiten von Freiheit spreche. Freiheit ist das Alleinstellungsmerkmal des Menschen und für die menschliche Existenz zentral. Anders als die Tiere sind wir nicht durch Instinkt gebunden, sondern müssen entscheiden, ob wir rechts oder links gehen, ob wir Gutes oder Böses tun. Dafür brauchen wir einen Maßstab für richtig und falsch. Der Maßstab, der im Bereich der Sexualität in christlich geprägten Gesellschaften über Jahrhunderte das verbindliche Ideal war, hieß Sex nur in der Ehe von Mann und Frau. Dieser Maßstab wurde in den letzten Jahrzehnten zerbrochen. Heute verstehen wir unter Freiheit landläufig, ich darf tun und lassen, was ich will. Das ist der Freiheitsbegriff eines dreijährigen Kindes. Wenn Freiheit auf die eigene Willkür reduziert wird, löst sie sich von Wahrheit. Die Erkenntnis der Wahrheit ermöglicht aber erst, das Gute zu wählen. Ein auf subjektive Willkür reduzierter Freiheitsbegriff löst sich außerdem von der Verantwortung für die Folgen der eigenen Handlungen. Die Loslösung der Freiheit von Wahrheit und Verantwortung führt nicht zu einem Mehr, sondern zu einem Weniger an Freiheit, da sie sich auf Kosten anderer verwirklicht. Die Folge ist, der Mensch wird des Menschen Wolf. Homo homini lupus, ein berühmter Spruch von Thomas Hobbes, einem Philosophen des 17. Jahrhunderts. Dies gilt für die Gesellschaft als Ganzes, aber auch für die innere Freiheit der einzelnen Person, des einzelnen Menschen. Wenn er seine Freiheit nicht an Wahrheit ausrichtet, wird er zum Leibeigenen seiner Begierden. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch befreien. Und er nennt die Bedingungen, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Nicht zu akzeptieren, dass der Mensch als Mann oder Frau in eine ihm vorgegebene Realität hineingeboren wird, ist keine Freiheit, sondern eine Leugnung der für jeden offenkundigen Wahrheit über den Menschen. Die Befreiung der Sexualität aus allen sittlichen Grenzen wird uns als Fortschritt, als Freiheit verkauft, so als wäre die subjektive Freiheit des Individuums, alles tun zu dürfen, was ihm Lust bereitet, ein Königsweg zum Glück. Aber ist das so? Die Jüngeren wissen vielleicht gar nicht, dass es eine sexuelle Revolution gegeben hat, die 1968 zum Durchbruch kam und die ganze Gesellschaft auf den Kopf gestellt hat. Vor ihnen steht eine Zeitzeugin. Ich habe von 64 bis 67, viele waren da noch gar nicht geboren, an der Freien Universität Berlin Soziologie studiert und wurde eine Zeit lang angesteckt vom ideologischen linken Getöse. Aber ich merkte schon bald, dass etwas nicht stimmte.
So wechselte ich 1967 nach den ersten riesigen Demonstrationen mit großen Prügeleinsätzen der Polizei, wo der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde von einem Kriminalbeamten, der dann friedlich gelebt hat, bis er eines friedlichen Todes gestorben ist und ein Stasi-Mann war, ein Herr Kurras, der den Benno Ohnesorg erschossen hat. Auf dieser Demonstration war ich noch persönlich. Ja, das war 67 und dann bin ich nach Konstanz gegangen, hier in ihre Nachbarschaft, und habe bei dem liberalen Soziologen Ralf Dahrendorf mein Examen gemacht. Ich möchte mal kurz einen Überblick geben, wie waren die Verhältnisse vor 1968. In der Zeit war ich Kind und bin in die Schule gegangen. Die große Mehrheit der Bevölkerung waren getaufte Christen. Die Kirchen waren voll. Ich erinnere gleich daran, dass Josef Ratzinger einen berühmten Aufsatz geschrieben hat, 1958. 90% waren Christen, die Kirchen waren voll, und er hat über die Problematik geschrieben, dass diese getauften Christen in Wahrheit getaufte Heiden sind innerhalb der Kirche, und hat schon da gesehen, diesen zerstörerischen Kern, der sich ausgebreitet hat und der jetzt dazu führt, dass im Jahr eine halbe Million Leute aus der Kirche austreten. Das haben wir schon. Das Ideal hatte noch Geltung, Sex nur in der Ehe von Mann und Frau. 5,8% der Kinder wurden unehelich geboren. Niemand bezweifelte, dass der Mensch entweder Mann oder Frau ist. Niemand behauptete, dass Männer Kinder bekommen können. Niemand wollte sein Geschlecht wechseln, von äußerst seltenen pathologischen Fällen abgesehen. 1960 betrug die Zahl der Scheidungen 2/3 weniger als heute, die Zahl der Eheschließungen 1/3 mehr. Mütter sorgten zu Hause für ihre kleinen Kinder. Das Töten ungeborener Kinder war ein krimineller Akt. Pornografie war verboten. Es war die erste gesetzliche Tat von Willy Brandt, die Pornografie zu legalisieren in den 70er Jahren. Homosexualität war verboten, wurde aber nicht bestraft. Es gab keine Sexualisierung und Gender-Indoktrination in Kindergarten und Schule. Kinder konnten sich im öffentlichen Raum frei bewegen. Was ist jetzt? In Filmen sah man nicht mehr als einen Kuss mit geschlossenen Lippen. Den Rest konnte man sich vorstellen. Dann wurde der Hollywood Production Code abgeschafft. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an den Film Das Schweigen. Das war der große Durchbruch. Und jetzt komme ich gleich drauf, wissen wir alle, wie die Unterhaltungsindustrie jetzt aufgestellt ist. Die Geburtenrate betrug 1960 2,5 Kinder pro Frau. Die Bevölkerung erhält sich nur bei 2,1 Kinder pro Frau. So war es vor 68. Überall mit Brüchen natürlich. Ja, dieses Ideal Sex nur in der Ehe von Mann und Frau war das nie verbindlich für alle. Die ganze Weltliteratur erzählt uns Geschichten von der Differenz zwischen dem, was das, die Norm war, die auch sozial durchgesetzt wurde, und wenn die Liebe halt was anderes will. Es ist nie einfach für den Menschen, aber das Ideal hat noch bestanden. Jetzt schauen wir uns an, was passiert ist, seit wie jetzt zwischen 68 und 2024 sich die Verhältnisse verändert hat. Links steht das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, rechts das Neue. Millionen verlassen in Westeuropa die christlichen Kirchen, die Global Players bekämpfen das Christentum aktiv. Außereheliches und voreheliches Zusammenleben ist normal. 2022 wurden 33,5% der Kinder unehelich geboren. Also in einer unsicheren Beziehung bleiben meine Eltern zusammen, ist nicht so ganz sicher, wirkliches Ja haben sie nicht gesprochen. Die Gender-Ideologie behauptet, das Geschlecht könne gewählt und gewechselt werden. Diese postfaktische Ideologie hat die gesamte Gesellschaft durchsäuert.
Da springt immer ein Menü auf, ich weiß nicht warum. So, tausende Mädchen in der Pubertät wechseln ihr Geschlecht. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz der deutschen Ampelregierung will den Geschlechtswechsel durch verbale Erklärung, Zuruf beim Einwohnermeldeamt und oder medizinische Eingriffe, nämlich pubertätsblockierende Hormone und operative Verstümmelung des Körpers, für Jugendliche legalisieren. Für Jugendliche bis 16 Jahren, die noch nicht Auto fahren dürfen, kein Alkohol trinken dürfen, aber die dürfen ihr Leben schwerst schädigen, wenn es nach unserer Regierung geht und dieses Selbstbestimmungsgesetz durchkommt. Okay, danke. Das haben wir schon. Auf 3 Eheschließungen kommt 2022 circa eine Scheidung. Die Trennungen in diesen Scheidungsraten, die wir hören, die Trennungen unverheirateter Paare mit Kindern kommen hinzu. Dadurch wird der Lebensweg der Kinder schwer beeinträchtigt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. 35% der Kinder unter 3 Jahren werden in Deutschland staatlicher Kollektivbetreuung ausgesetzt. Das war ein sozialistisches Modell und bis Frau von der Leyen als Familienministerin das durchgesetzt hat mit aller Gewalt, waren wir der Meinung, dass kollektive Kinderbetreuung von Kleinkindern ein sozialistisches Modell ist, was wir abgelehnt haben, einfach durchgängig in der Bevölkerung. In kurzer Zeit, 2010 lief dieser ganze Kampf, ist es, glauben Mütter, Kinder brauchen Bildung und sie sollten sie in die Krippe stecken. Kinder brauchen Bindung. Das ist lebensentscheidend für Kinder. Sie brauchen feste, stabile, liebevolle Bindung. Und dann kann sich die Persönlichkeit entwickeln. Wenn sie das nicht Kindern kriegen, werden sie nachhaltig geschädigt. Jährlich werden weltweit laut WHO 73 Millionen Kinder, 73 Millionen Kinder vor der Geburt getötet. Abtreibung soll zum Menschenrecht erklärt werden. Dafür gibt es Bestrebungen, starke Bestrebungen, Beschlüsse vom Europäischen Parlament und der UN. Pornografie ist eine globale Massenseuche geworden, vor der Kinder nicht mehr geschützt werden können. Regenbogenfahnen flattern von öffentlichen Gebäuden, Demonstrationen der Obszönität ziehen durch unsere Städte. Ab dem Kindergarten werden Kinder staatlicher Zwangssexualisierung und Genderindoktrination unterworfen. Sexueller Missbrauch, Kinderpornografie und Kinderhandel sind ein Massenphänomen geworden. Facebook und Zuckerberg werden gerade vom Staat New Mexico in den USA verklagt, weil sie das alles auf ihren Seiten, auf ihren Plattformen zulassen. Die Unterhaltungsindustrie und die sozialen Medien sind mit pornografischen Inhalten durchsetzt, die in jedes Wohnzimmer fluten und die Leute offenbar unterhalten. Die Geburtenrate 2022 1,46 Kinder pro Frau, das ist ein langsamer Aussterbeprozess für eine Bevölkerung, deswegen die ganze Migration, die aber bedeutet, dass unsere Kultur nicht bestehen bleibt. Es gibt immer mehr Alte und immer mehr Kinder, immer weniger Kinder. Es gibt immer mehr Alte und immer mehr Kinder und Erwerbstätige. Das sind die Änderungen. Und jetzt die Frage an Sie: Ist das Fortschritt? Sie dürfen ruhig laut antworten. Nein. Haben wir mehr Freiheit? Leben wir in einer pluralistischen, toleranten, offenen Gesellschaft? Haben die Menschenrechte Geltung? Das Recht auf Leben? Das Erziehungsrecht der Eltern? Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit? Haben wir eine zuversichtliche, leistungsfähige, junge Generation? Das ist vielleicht der schlimmste Faktor von allem, was wir mit der Jugend machen. Sind wir gesünder? Nein. Sind wir glücklicher? Sind wir glücklicher? Nein. Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft? Ja.
Ja, wow. Dann müssen Sie ein gläubiger Mensch sein. Die Antwort auf alle diese Fragen ist meiner Meinung nach nein. Schauen wir nüchtern auf den Zustand unserer Gesellschaft, auf die zerbrochenen Familien, auf die alleinerziehenden Mütter und Väter und ihre verlassenen Kinder, auf die Jugendlichen mit tiefen seelischen Wunden, auf die Millionen Pornografiesüchtigen, auf die Millionen sexuell missbrauchter Kinder, auf die Millionen abgetriebener Kinder und auf unseren eigenen Lebensweg, fragen wir Lehrer, Ärzte, Psychiater, Therapeuten, Sozialarbeiter und Jugendämter, so scheint sich das Glück von dieser Art von Freiheit erschrocken abzuwenden. Ich möchte Ihnen sagen, wir sind alle betroffen. Wenn wir diese ganze Liste sehen, sehen wir, wir sind alle in diesen Sog der sexuellen Revolution geraten, mehr oder weniger auch in unserem persönlichen Leben. Ich selber, die Einsichten, die ich inzwischen habe, hatte ich nicht immer. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie und ich bin geschieden. Und die Bekehrung kam unmittelbar nach der Trennung, die ist seit 96 und seitdem lebe ich allein. Ich habe drei Kinder, drei erwachsene Kinder, zwei Söhne sind sakramental verheiratet, eine Tochter ist unverheiratet und ich habe Enkel. Das möchte ich Ihnen sagen, ich rede hier nicht vom hohen Ross. Ich sage nicht, ich habe das alles wunderbar gemacht, aber ich habe mich bekehrt und ich habe gelernt. Und das ist für jeden von uns offen. In jedem Augenblick unseres Lebens ist dieser Schritt für uns offen. Jesus steht an der Tür und klopft an und wartet nur, dass wir ihm aufmachen. Durch das Werk von J.D. Unwin erkannte ich Anfang des neuen Jahrtausends, dass die Demoralisierung der Sexualität die zentrale Ursache für die verhängnisvolle Entwicklung ist. Übrigens ist das Wort Demoralisierung interessant. Also Demoralisierung, die Moral wird abgeschafft. Und was die Folge ist, ist, dass wir demoralisiert werden. Wir haben keinen Mut mehr. Ja, das ist, diese Doppelbedeutung ist in diesem Begriff drin. J.D. Unwin ist ein englischer Anthropologe, der sich vor 100 Jahren das Verhältnis von Sexualität und Kultur angeschaut hat. Sein 600 Seiten Werk heißt Sex and Culture und wurde 1934 von Oxford University Press veröffentlicht. Unwin wollte die These Sigmund Freuds überprüfen, dass Kultur auf der Sublimierung des Sexualtriebes beruht. Herr Professor Wachter hat gestern schon darüber geredet. Im Vorwort schreibt Unwin, Zitat, hätte ich erkennen müssen, wie sehr ich meine persönliche Philosophie als Ergebnis dieser Studie ändern musste, dann hätte ich vielleicht gar nicht begonnen. Es ist auch keine Fake-Wissenschaft, es ist kein Christ, der jetzt was beweisen wollte, sondern er war überrascht von dem, was er festgestellt hat. Unwin untersuchte 80 unzivilisierte Gesellschaften und die Hochkulturen früherer geschichtlicher Epochen, um die Frage zu klären, welchen Einfluss haben die sexuellen Normen einer Gesellschaft auf die Höhe der Kultur? Das Ergebnis in einem Satz. Je größer die sexuelle Beschränkung, umso höher das kulturelle Niveau. Je geringer die sexuelle Beschränkung, umso niedriger das kulturelle Niveau. Zitat, von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Kulturen treten dann auf die, ist immer noch Zitat, Kulturen treten dann auf die Bühne der Geschichte, wenn sie die Möglichkeit zur sexuellen Triebbefriedigung stark begrenzen und sie treten von der Bühne der Geschichte ab, wenn sie die Sexualität auf das tierische Niveau der ungezügelten Triebbefriedigung absinken lassen. In den Annalen der Geschichte gibt es kein Beispiel einer Gesellschaft, die über einen gewissen Zeitraum hohe soziale Energie hatte, außer sie war absolut monogam. Deswegen muss die Begrenzung der sexuellen Triebbefriedigung als die Ursache des kulturellen Fortschritts betrachtet werden. Zitat Ende. Ich war fasziniert, wie ich Anfang 2000 dieses Werk als Fotokopie in die Hand gedrückt bekam.
Denn genau dieser Prozess der Preisgabe moralischer Begrenzungen, der Triebbefriedigung und derer folgende gesellschaftliche Verfall vollzieht sich vor unseren Augen. Ich konzentrierte mich deswegen in meiner Arbeit auf das Thema Sexualität. Sigmund Freud und J.D. Unwin sind nicht die einzigen, die zu dieser Erkenntnis kamen. Der kulturkritische Soziologe Philip Reeve kommt zu dem gleichen Erkenntnis. Seine Forschungen sind eine Inspirationsquelle des derzeit viel diskutierten Buches von Carl Truman, The Triumph of the Modern Self, welches 2022 auf Deutsch erschienen ist, also letztes Jahr mit dem Titel, vor 2 Jahren, Der Siegeszug des modernen Selbst. Er fragt sich, es ist wirklich ein interessantes Buch, er fragt sich, wie kommt es, dass wir in einer Kultur leben, wo es möglich ist zu sagen, ich bin im falschen Körper. Dafür gibt es Bedingungen, dass man überhaupt auf diese Idee kommen kann, die gab es vorher nicht und das legt er sehr, sehr interessant dar. Philip Reeve spricht von 3 Typen von Gesellschaft. Erstens der heidnischen Welt, zweitens die christliche Welt, drittens die postchristliche Welt. Die erste und die zweite Welt begründen ihre moralischen Normen mit einer transzendenten Autorität. Das waren in den heidnischen Gesellschaften die Götter und die mythischen Narrative. Ihr moralischer Code trägt den autoritativen Stempel der mythischen Gottheiten, die sie als Mächte des Schicksals verehrten. Gesellschaften der zweiten Welt berufen sich auf den Willen Gottes, wie er in der Bibel offenbart wurde, die jüdischen und die christlichen Gesellschaften. Die ersten und zweiten Welten haben moralische und dadurch kulturelle Stabilität, weil ihr Fundament für die Unterscheidung von Gut und Böse in einer transzendenten Wirklichkeit verankert ist, die sie selbst übersteigt. In der zweiten Welt war es der christliche Gott, der sich in der Bibel offenbart und klare Gebote ausgesprochen hat. Die ganze Bibel, ich höre zurzeit Bible in a Year, da erzähle ich Ihnen gleich noch was davon, von Anfang bis Ende ist einfach immer nur die Offenbarung, dass Gott uns ruft, immer wieder und immer wieder und immer wieder den Menschen ruft, ihn anzuerkennen. Und wenn er das nicht tut, geht alles baden, kommen die großen Katastrophen. Und wenn sie sich wieder umwenden, dann ist dieser barmherzige Gott immer bereit zu vergeben und auch den Sieg zu schenken. Das lerne ich, wenn ich in einem Stück mich mit der ganzen Bibel vertraut werde. Das ist die zentrale Botschaft, damit ihr erkennt, dass ich Gott der Herr bin. Immer und immer und immer und immer wieder diese Botschaft. Ich habe jetzt die ganze Bibel erzählt davon, dass das Menschenleben blüht und gedeiht, wenn die Gebote eingehalten und der wahre Gott angebetet werden, während die Menschen Katastrophen über sich bringen, wenn sie abfallen und falsche Götter verehren. In der Bibel heißt die dunkle Trinität Baal, Astarte und Moloch. Zu ihren Riten gehören die sexuelle Ausschweifung, die Tempelprostitution und die Kinderopfer. Die dritte Welt, also nicht im Sinne von ökonomischer Entwicklung, die dritte Welt, unsere Welt, kennt überhaupt keinen transzendenten Bezug jenseits der materiellen Welt. Darüber hat Professor Schubert sehr eindrücklich gesprochen gestern. Dritte Welten haben die Idee einer transzendenten heiligen Ordnung aufgegeben und dadurch der vorher gültigen moralischen Ordnung die autoritative Grundlage entzogen. Ihre Kultur, ihre sozialen Normen und moralischen Imperative sind rein innerweltlicher Willkür unterworfen. Solche Gesellschaften müssen sich aus sich selbst rechtfertigen. Dadurch wird diese Kultur instabil, fällt in Verwirrung, verliert die Orientierung und steuert auf den Zusammenbruch zu. Philip Reeve, Zitat, keine Kultur hat je überlebt, welche sich nicht in einer heiligen Ordnung verankert weiß. In der Terminologie von Unwin sind das die rationalistischen Kulturen, ist die Kultur, in der wir leben, die aber zunehmend irrational wird, mit merkwürdigerweise. Wenn die Bindung an eine heilige Ordnung aufgegeben ist, dann wird das Vakuum gefüllt. Die Sehnsucht nach Transzendenz füllt sich mit esoterischen Inhalten, deren dämonischer Hintergrund nicht erkannt wird.
Ethik wird zu einer Funktion des Gefühls. Weil ich so fühle, ist es richtig und gut. Nur noch das subjektive Gefühl zählt. Die Glücksverheißung in diesem Leben verkehrt sich aber in der Realität in ihr Gegenteil, in eine schiefe Ebene, in die Kultur des Todes. Reeve erkennt ebenso wie Unwin die zentrale Rolle der sexuellen Normen. Er sagt, Zitat, Kulturen werden durch jene sexuellen Verhaltensweisen definiert, die sie verbieten. Jene, die alle sexuellen Tabus aufheben wollen und für die das Du sollst nicht lebensfeindlich und böse ist, bieten keine alternative Kultur an, sondern eine Antikultur. Zitat Ende. Sie wird geprägt durch Death Works, durch kulturelle Werke, welche den Tod der tradierten Kultur befördern, eben die Kultur des Todes, ein Begriff von Johannes Paul II. Das größte globale Todeswerk der postchristlichen Welt ist die millionenfache Tötung des ungeborenen Kindes im Mutterleib. Laut WHO, ich habe die Zahl schon genannt, 73 Millionen im Jahr weltweit. Ein Kind. 73 Millionen töten wir. In einer Gesellschaft, welche keinen Bezug zu einer heiligen Ordnung hat, gibt es keine Begründung mehr für die Würde, die jedem Menschen unterschiedslos zukommt, auch dem Ungeborenen. Der Embryo verliert seinen Status als Person. Nur die Befindlichkeit der Mutter entscheidet darüber, ob das Kind leben darf oder getötet wird. Die Entmenschlichung des Embryos drückt sich in der Sprache aus. Wenn das Kind unerwünscht ist, dann ist es ein Zellhaufen oder Schwangerschaftsgewebe, das beseitigt werden darf. Wenn das Kind erwünscht ist, dann ist der Embryo vom ersten Augenblick an unser Kind, dessen Ultraschallbild die Eltern mit großer Freude ihren Freunden zeigen. Das ist ein Symptom des Zusammenbruchs der Rationalität. Denn was ein Kind ist, kann nicht von den subjektiven Gefühlen der Eltern abhängen. Ich komme noch kurz auf das Thema Gender zu sprechen. Die sexuelle Revolution, begonnen unter der Fahne der sexuellen Befreiung und der Befreiung der Frau aus der Sklaverei der Mutterschaft, ein Begriff von Simone de Beauvoir in ihrem Buch Das andere Geschlecht von 1948. Diese ganze Bewegung des Feminismus schlug eine weitere Volte in die komplette Irrationalität mit der Gender-Ideologie. Der konservative Staatsphilosoph des 18. Jahrhunderts, Edmund Burke, sagte, alles, was nötig ist, damit das Böse triumphiert, ist, dass gute Menschen nichts dagegen tun. Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler, eine bekennende Lesbe, geschult im nihilistischen Dekonstruktivismus, wie das philosophisch heißt, von ihren Lehrern Foucault und Derrida, werden heute an den Universitäten gelehrt, müssen die Studenten lesen, zielte auf die tiefste Wurzel der menschlichen Natur, nämlich auf unsere Identität als Männer und Frauen. Ihr Buch heißt auf Englisch Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. Gender Trouble, Feminismus und die Subversion der Identität. Sie hat es ganz offen im Titel gesagt, was ihr Vorhaben war. Bereits ein Jahr später wurde es vom Suhrkamp Verlag auf Deutsch veröffentlicht. Es ist eine Sprache, darüber hat Herr von Wachter gestern auch gesprochen, die in Hässlichkeit nicht zu überbieten ist. Es ist ein unfassbarer Kauderwelsch, wenn man das erstmal liest, versteht man eigentlich gar nichts. Und wer
will, kann dann in Ehrfurcht erstarren, dass diese große Philosophin über Dinge redet, die wir nicht verstehen. Wenn man diese Sätze zweimal liest, sieht man, auf was sie hinaus will, nämlich eben auf die Unterminierung und die Subversion der Identität. Sie sagt und hat unfassbaren Erfolg gehabt. Sie wurde riesige Stipendien, sie war Mitglied der Rockefeller Foundation, sie hat sogar von der Universität Fribourg die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Die Frage, warum die Eliten dieser Welt eine Theoretikerin, die diese Thesen vertritt, auf Händen tragen und ihr so viel Einfluss geben, wie irgend möglich ist, die bedarf der Antwort. Es gäbe nicht zwei Geschlechter, sagt sie, sondern viele. Ich habe Ihnen ja vorhin dieses ganze Akronym vorgelesen. Ja? Das kann auch immer noch länger werden. Das biologische Geschlecht sei für die Identität des Menschen irrelevant. Vielmehr könne die eigene Identität in einem Kontinuum zwischen männlich und weiblich frei gewählt werden. Der Leib sei keine Realität, sondern eine fiktive Konstruktion, welche durch ihre Worte hegemoniale Sprechakte der patriarchalen Kultur erschaffen werde. Also weil die patriarchale Kultur immer sagt, das ist eine Frau und das ist ein Mann, darum glauben wir das. In Wirklichkeit hat das keine Realität. In einfachen Worten, ja. Und unser Geschlecht ist im Übrigen bei der Geburt uns nur zugeschrieben. Das können wir auf den Webseiten der Regierung lesen. Irgendjemand steht da, ein Arzt vielleicht, und der schreibt jetzt diesem Jungen, der ein eindeutiges Geschlechtsmerkmal hat, was eigentlich jeder kennt, zu, das ist ein Junge, aber das beschränkt ihn in seiner Freiheit und er soll doch bitte frei entscheiden können, was er eigentlich ist. Die Gender-Ideologie hat die gesamte westliche Welt durchsäuert, von den Universitäten bis zum Kindergarten. Die Wirklichkeit wird im postfaktischen Zeitalter der Ideologie unterworfen. Fast jeder, der in dieser Gesellschaft irgendetwas zu sagen hat, in Politik, Medien, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildungswesen, Justiz, vertritt oder beschweigt eine Ideologie, die jeder Mann und jede Frau als falsch erkennen kann und die es in der Menschheitsgeschichte noch niemals gegeben hat. Keiner wagt zu rufen, der Kaiser ist nackt. Nun wird, wer widerspricht, ausgegrenzt, verliert seinen Job, wird angezeigt wegen Diskriminierung, Hassrede oder sogar wegen Antifeminismus. Da kann man mittlerweile angezeigt werden und möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden. Die deutsche Regierung richtet landesweit Tausende von Meldestellen für Diskriminierung ein. Es bedarf keiner Beweise. Jeder kann sich selbst zur Meldestelle erklären und Leute denunzieren, ohne dass er irgendwelche Belege bringen muss. Stasi 2.0. Haben jene, die sich sicher auf der Seite des Guten wähnen, wenn sie den staatlichen Terror des vergangenen Jahrhunderts, der vergangenen Jahrhunderte, heute so mutig bekämpfen, die gleiche Bereitschaft, sich der wachsenden Beschneidung der Freiheit unserer Zeit zu widersetzen? Die Scheidelinie zwischen dem Einstehen für die Freiheit und dem Preisgeben der Freiheit liegt in der Bereitschaft, heute den Preis zu zahlen, den es kostet, nicht mit den Wölfen zu heulen. Die heterosexuellen Normalbürger, die arbeitende Bevölkerung, die Millionen von Migranten halten die Ideologie für das, was sie ist, die krankhafte Ausgeburt einer dekadenten Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist im Begriff zu kollabieren. Eine Serie in der NZZ trägt den Titel Der Fall Deutschlands. Wenn, wie zu erwarten, immer größere Teile der Gesellschaft um ihre Existenz kämpfen müssen, wie jetzt die Bauern und der gesamte Mittelstand in Deutschland, werden sie sich nicht mehr um Genderfluidität und Pronomen und Geschlechtswechsel befassen. Aber wie wird es dann um den sozialen Frieden in unseren Ländern bestellt sein? Wo ist das Glück geblieben, das uns die Sexualrevolutionäre verheißen haben? Nicht Glück, sondern Depression, Einsamkeit und Angst.
sind die bitteren Früchte der sexuellen Revolution. In welch bodenlosen Abgrund hat die große Lüge der sexuellen Revolution den Menschen gestürzt? Die Lüge, dass durch die Beseitigung der moralischen Einhegung des sexuellen Triebes eine Befreiung zur Freiheit geschehe, gar eine herrschaftsfreie Gesellschaft, wie Herbert Marcuse, einer der Ideologen der Frankfurter Schule, in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft behauptet hat. Sie hat alles zerschlagen, die Freundschaft mit Gott, die Integrität der Person als Einheit der Geistseele mit dem Leib, die Liebe zwischen Mann und Frau, die Bindung zwischen dem Kind und seinen biologischen Eltern. Sie hat die Existenz des Menschen der blinden Willkür des Begehrens ausgeliefert. Weit entfernt davor, dem Menschen, der so lebt, Freiheit zu schenken, wird er zum Sklaven seiner Begierden und so von seinem Leib beherrscht, den er doch beherrschen wollte. Aber wir kennen die große, unüberwindliche Quelle der Hoffnung. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Wir haben es gerade an Weihnachten gefeiert, Jesus Christus. Selbst jene, die für die die vertikale Dimension zusammengebrochen ist, können sich dem göttlichen Kind nicht ganz entziehen. Dieses Kind in der Krippe, das 30 Jahre im Verborgenen heranwuchs. Jesus, der 3 Jahre Wunder tat und lehrte, ans Kreuz geschlagen wurde und auferstand, dessen Worte in einem schmalen Buch in 4 Variationen festgehalten wurden. Er ist die Quelle der unzerstörbaren Hoffnung. Wissen Sie, was es mit der Quelle auf sich hat? Man kann sie nicht stoppen. Man kann sie umleiten, man kann sie dämmen, man kann sie in ein Betonbett zwängen, aber das Wasser wird sich immer wieder neue Wege suchen. Neue Wege der Gnade, neue Wege zu unseren Herzen. Überall sehen wir frisches christliches Grün sprießen. Wir haben das Internet und es gibt unzählige Initiativen, Predigten, Reden, Podcasts, die uns bestärken und uns den Weg bahnen, um zu dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus wieder hinzufinden. Es gibt eine App, die heißt Hello, H-A-L-L-O-W, mittlerweile kommt aus Amerika, mittlerweile auch in Teilen auf Deutsch zugänglich, mit der gesamten katholischen Spiritualität, die man sich nur wünschen kann. Die ist die am schnellsten wachsende App bei Apple. Was ich schon wirklich interessant finde. Ja? Es sind inzwischen Millionen, die sich da geistliche Nahrung holen. Ich im Übrigen auch. Lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen durch die Irrwege und den Glaubensabfall derer, die uns als Hirten vorangehen sollten. Mein letztes kleines Büchlein heißt Fürchte dich nicht, du kleine Herde, wenn die Hirten mit den Wölfen tanzen. Es liegt da drüben. Jesus selbst kümmert sich um seine Schafe. Zitat Ezekiel: Siehe, ich selbst bin es. Ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Die Macht ist dort in den Händen der Verderber, die den Götzen dienen, Baal, Astarte und Moloch. Aber wir können uns ihrer Macht entziehen, indem wir schlicht und einfach die christliche Sexualmoral befolgen, welche nur einen Sinn hat, die Würde des Menschen zu schützen und ihn zur Liebe zu befähigen. Ich möchte nochmal sagen, ich rede nicht der Rückkehr in das goldene, vergangene Zeit des Wort.
Nicht Rückkehr ist das, was von uns verlangt ist, sondern Umkehr. Und wieder eine lebendige Beziehung zu Gott in unserem Leben herzustellen, wofür wir viel tun können. Sex nur in der Ehe von Mann und Frau scheint wie ein Echo aus längst verlorener Zeit, hinterwäldlerisch, von der Lebenswirklichkeit völlig überholt. Wer hält das noch für richtig? Wer hält es noch für praktikabel? Wer wagt es noch, seinen Kindern ähnliche Unterweisungen zu geben? Wer ist dazu überhaupt noch fähig? Muss der Sexualtrieb nicht befriedigt werden, damit man gesund bleibt? Und doch ist es merkwürdig. Jedes Kind sehnt sich danach, dass seine Eltern in treuer Liebe ein Leben lang zusammenbleiben. Ein Kind besteht aus den Eltern. Es kann sich davon nie trennen. Es ist die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Es ist Vater und Mutter. Jedes Kind sehnt sich danach. Erfüllen wir diese Sehnsucht der Kinder durch Opfer, die wir in unserem eigenen Leben bringen und durch Arbeit an uns selber? Ich habe gesagt, ich rede nicht vom hohen Ross. Ja? Erfüllen wir das? Wie ist es in unseren Liebesbeziehungen? Freuen wir uns, wenn wir mit einem Mann, einer Frau zusammen sind, die schon 10-mal vorher gesagt haben, ich liebe dich? Ist das eine gute Voraussetzung für die Ehe, für die dauerhafte Beziehung, die wir eingehen wollen? Also wir haben das eigentlich in unserem Herzen, aber wir sind nicht mehr bereit, dafür einzustehen und die Opfer zu bringen, die es uns kostet. Es ist eine Lüge der sexualsüchtigen Welt, dass es ungesund, ja unmöglich wäre, den Sexualtrieb zu kultivieren und zu beherrschen, sodass diese Gabe Gottes den Menschen zur Freude wird, seine Sehnsucht nach Liebe erfüllt und einem gelingenden Leben dient. Hochzeiten werden immer noch so gefeiert, als würde das weiße Kleid eine Jungfrau schmücken, die sich dem Bräutigam schenkt. Die sexuelle Revolution konnte den Archetyp von Braut und Bräutigam nicht auslöschen, genährt von der Sehnsucht des Herzens. Man stelle sich eine Hochzeitsnacht vor, die von der Melodie eines dreifachen Ja getragen ist. Du gehörst mir, ich gehöre dir und zusammen gehören wir Gott. Wir ersehnen ein Kind als Verkörperung unserer Liebe. Der Zölibat des Priesters, ist er nicht längst überfällig? Auch der Priester ist doch ein Mensch, nicht wahr? Dass er eine ausschließliche und unauflösliche Liebesbeziehung mit Jesus Christus eingeht bei der Priesterweihe, um Vater sein zu können für die ihm anvertrauten Seelen. Wer versteht das noch? Wer bejaht es noch? Wer stützt es noch? Und unsere Priester brauchen ganz dringend unsere Stützung, denn in Diözesen mit abgefallenen Bischöfen, die wir in Deutschland, das sind 90% jetzt haben, sind sie in einer fürchterlichen Zerreißprobe. Sie müssen sich jetzt entscheiden, sind sie Jesus treu oder dem Bischof. Und es ist eine wirklich diabolische Situation für die Priester. Sie brauchen unser Gebet, ja? Sich durch die Liebe zu binden, verlangt Opfer. Gibt es irgendetwas Wertvolles, dessen Verwirklichung keine Opfer verlangt? Kostenlosen Speck gibt es nur in der Mausefalle. Das gute, sinnerfüllte Leben kostet uns alles. Die Hingabe unseres Lebens an Jesus Christus. Je tiefer wir das tun, umso mehr erfahren wir seine Hilfe, erfahren, dass er uns kennt, dass er wirklich an unserer Seite ist, dass wir aus Ängsten und Depressionen befreit werden. Psalm 34, ich suchte den Herrn und er gab mir Antwort, er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Das Opfer im Bereich der Sexualität heißt Selbstbeherrschung und Tugendarbeit, sich umformen lassen vom Evangelium. Damit die Sexualität wieder fruchtbar wird, für das Leben, für die Liebe, für die Kultur. Der Gewinn ist das, was das Menschenherz ersehnt. Reinheit,
Schönheit, wahre, hingebungsvolle und dauerhafte Liebe, Familie, gesunde, fröhliche Kinder, Widerstandskraft gegen Ideologie und Unterscheidungsvermögen, Aufbau einer neuen Kultur. Dazu sind wir alle berufen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Herzlichen Dank, Frau Kubi, für einen wunderschönen Vortrag und viel Erfolg auch und danke für die Hoffnung, die Sie gestrahlt haben, auch wenn es ein bisschen lang wurde. Zu dem Hoffnungsprinzip möchte ich jetzt nur eines noch sagen, den kategorischen Optimismus, den ich vorher schon erwähnt habe, hoffe ich, dass wir den auch weiterhin tragen. Danke sehr. Danke sehr. Okay, zu unseren Herzen. Bei der Gelegenheit möchte ich natürlich 25 Minuten Pause natürlich gönnen und vielleicht auch noch einmal erwähnen, dass wir hinten auch Leute, die bereit sind, kommenden Vorträgen zu folgen. Ich werde es immer natürlich in Kooperation auch einer der D anbieten. Und wenn Sie was anderes vorhaben, dann schauen wir halt um eine andere Location. Aber wichtig ist, dass wir gut zusammenarbeiten und diesen Verein, den ich gegründet habe, heißt eben Persönlichkeitsbildung, ist an den Tischen, kann man sich eintragen, dort wo eben die Autoren auch signieren ihre Bücher.